Ihr Selfie-Video geht um die Welt, als russische Raketen auf Kiew hageln. Alina, die sich in dem Moment filmt, als nicht weit von ihr entfernt eine Rakete einschlägt. 5 Menschen sterben. Bild findet Alina nach dem Angriff in Kiew. I was going from the underground station to my university shelter. Alina geht an der Stelle entlang, an der die 17-Jährige das Video für Freunde aufgenommen hat, nur um zu sagen, dass es ihr gut gehe. Als die russische Armee das Zentrum Kiews bombardiert, wie noch nie seit Beginn des Krieges, ist Alina auf dem Weg zur Universität. I was just thinking, okay, I have legs, I have my arms, I'm alive. Danach bleibt die 17-Jährige stundenlang im Schutzraum der Uni. We live like this. We can be killed when we go to work, go to university, when we just stay at home. Alina will trotz der grausamen Erfahrung in Kiew bleiben. Ihr Appell an den Westen: We need more military support from another countries. We just want to live here. We don't want to go to Europe, to another countries. We just want to peaceful life here in Ukraine. Zu Beginn des Krieges flüchtete die junge Ukrainerin nach Deutschland. Als sie zurückkommt nach Kiew, gibt es in der Hauptstadt kaum noch Angriffe. Der Krieg im Osten und Süden scheint weit entfernt. Bis zu dem brutalen Morgen, als Putin flächendeckende Angriffe auf alle wichtigen Städte der Ukraine befiehlt und Alina mit ihrem dramatischen Video weltberühmt wird.